Guten Abend miteinander. Für eine ausgewogene Ernährung hat das Brot eine grosse Bedeutung. Es ist nämlich nicht nur ein wichtiger Energielieferant, ohne dass es dick macht. Es enthält auch eine Vielzahl von lebenswichtigen Bau- und Schutzstoffen. Schon 100 Gramm von dem Vollkornbrot zum Beispiel decken einen guten Teil vom Tagesbedarf an Kohlenhydrat in Form von Stärke und Eiweiß. Und es enthält ebenfalls die für die Verdauung so wichtigen Nahrungsfasern, aber nur wenig Fett. Verschiedene Vitamine und Mineralstoffe kommen im Brot natürlich ebenfalls vor. Aber auch wenn man nicht immer nur an gesundheitliche Werte denkt, macht einem Coops Brotessen schmackhaft. Denn jeden Tag backen Coop Bäckermeister in den verschiedenen Regionen über 140 verschiedene Brotsorten. Unter anderem Spezialbrot aus besonders wertvollen Korn- und Mehlmischungen, die für Abwechslung auf dem Tisch sorgen. Abwechslung bietet Ihnen Coop auch, wenn es um einen Brotaufstrich geht. Der neue Doporam Frischkäse Grémifin gibt es nämlich gerade in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Natur, mit aromatischen Kräutern und mit rassigem Meerrettich. Grémifin ist in einem wiederverschliessbaren Becher abgepackt, so bleibt der zarte Genuss frisch und appetitlich, auch wenn ausnahmsweise nicht alles aufs Mal gegessen wird. Wer die ausgewählten Kuchen und Blätterteig von Coop kennt, möchte sicher nicht mehr darauf verzichten. Neu gibt es bei Coop jetzt auch einen ausgewählten Teig aus Vollkornmehl. Wie das Vollkornbrot hat dieser Teig mehr Nahrungsfasern, ist kräftiger im Geschmack und eignet sich darum besonders gut für rustikalere Belege wie Gemüseweihen und so weiter. Anmächtige Rezepte liegen jeder Packung Vollkornteig übrigens bei. Anmächtig ist, so viel ich weiss, als Fitnessrezept, das Ihnen jetzt unsere Köche gerade vorstellt. Guten Abend. Dass man sich auch vegetarisch ausgewogen und erst noch gut ernähren kann, zeigt Ihnen das Fitnessrezept von dieser Woche. Ich habe einen Knöpfliteig vorbereitet, habe ihn zugedeckt, eine Stunde lang ruhen und mische den aufgetauten und gut ausgedruckten Spinat dazu. Anschliessend den Teig portionenweise durch ein Knöpfli-Sieb in eine grosse Pfanne mit kochigem Salzwasser durchstreichen. Lass ziehen, bis die Knöpfli an die Oberfläche kommen und in einer Gratinplatte anrichten. Jetzt mit ein bisschen Sprienz lagenweise bestreuen und für eine Viertelstunde im Backofen tun. Milch und Eier haben als Eiweißspender gerade bei der vegetarischen Küche eine besondere Bedeutung. In diesen Knöpfli sind sie ausreichend vertreten und zusammen mit einem Brüsseler Salat mit Clementinli haben sie eine abgerundete Mahlzeit. Das Rezept steht in der Coop-Zeitung. Wie immer anschliessend noch ein paar besonders günstige Angebote. Nur 23 Franken kostet die Energiesparlampe von Philips. Und 2 Gerber Gala Doppelrahm Frischkäse, nur 2,80. Schweizer Eier aus Bodenhaltung gibt es jetzt für nur 2,50. Und das Kilo Bananen für nur 1,80. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. 3 Kilogramm USA Vitaminreis für nur 4,20. Profitieren Sie von diesen außergewöhnlichen Angeboten. Das Angebot, das es von morgen an bei Coop gibt, sollte man sich natürlich nicht entgehen. Einen schönen Abend miteinander.